wo also häufig auch so eine Y-Form, wo der Jesus also nicht quasi mit waagrecht liegenden Armen am Kreuz hängt. Und das ist für mich ein Korpus quasi von so einem westfälischen Kreuz, einem leichten afrikanischen Einschlag. Ja. Und super Arbeit, da sind die Sammler natürlich auch hinterher, wenn so ein Ding, die Arbeit war zum Beispiel für die einige andere hier auch, man ist ja an der Provenienz interessiert. Ja. Wenn ich keine Provenienz habe, kann es natürlich auch sein, dass ich ein Fake-Stück habe. Aber dieses Stück zum Beispiel war schon 1981 in der Ausstellung im Museum Riedberg, ist auch im Katalog publiziert. Und da hat bisher noch kein Ethnologe was gegen gesagt, dass das also damals gefaked war. Also das ist wirklich ein Stück, da kann man sagen, ist zu 1000% in Ordnung. Mhm. Und das ist natürlich auch für viele ein Reiz. Also hier sind auch Sachen aus der Sammlung Gershasch, ja. Und auch mehrere Skulpturen, die in Riedberg zu sehen waren, das ist für die Sammler natürlich auch ein gewisser Ehrgeiz, also wirklich diese Stücke zu haben, die auch schon publiziert sind, beziehungsweise die schon eine gesicherte Provenienz haben. Ja. Auf der anderen Seite, in der